Schluss mit lustig, hier wird nicht gelacht, jetzt wird es ernst. Willkommen bei meiner neuen Videoreihe Bushinator. Heute möchte ich mich einmal über Dinge aufregen, die mich auf der Buchmesse tierisch gestört haben. Zum einen war der Typ, als ich von der Buchmesse zurückgefahren bin, der in der U-Bahn saß und tierisch gepopelt hat, ohne Witz. Der saß mir schräg gegenüber, hat immer so gepopelt, also wirklich so nach rechts, und ich habe echt gedacht, gleich schießt ein Popel rüber. Sag mal, haben die Leute keine Manieren mehr? Muss das sein? In der Öffentlichkeit? Schämt man sich da nicht? Ich finde sowas immer schon an der Ampel total schlimm, aber doch nicht in der U-Bahn mir gegenüber. Ja, das nächste, was mich auf der Messe tierisch gestört hat, da war ich mit Chantal unterwegs. Wir mussten mal dringend für kleine Buchhändlerin, waren da auf Toilette. Du bist schon reingekommen und ja, meine Sinne waren vernebelt, benebelt und mir stand schon hier das, ja, das noch nicht ganz Erbrochene. Ich bin in Kabine 1, musste mich fast übergeben, in Kabine 2, in Kabine 3. Es hat überall so tierisch gestunken und das war echt widerlich. Also wenn ich wirklich das nicht zu Hause machen kann und da so einen Anfall habe, dass ich echt da die ganze Toilette benebeln muss, kann ich da nicht irgendwie mal was sprühen oder so? Also ich muss euch sagen, da ist mir echt alles hochgekommen und ich habe noch, das ist ja fast so schlimm wie Füße, also ich habe da noch Stunden danach davon gezehrt, echt ohne Witz und nicht im positiven Sinne. Ja, dann finde ich es eine riesen Mega-Sauerei, wenn man auf so einer Veranstaltung wie einer Buchmesse, ja, wenn da so viel geklaut wird. Ich finde das einfach eine Unverschämtheit. Wissen manche Leute überhaupt, welche Kosten diese Verlage haben mit den ganzen Ständen? Die ganzen Bücher kosten einen Haufen Kohle und es werden ja unheimlich viele Leseexemplare auch an Buchhändler, Booktuber, Blogger und so weiter rausgegeben. Das sind die einen Kosten. Die anderen Kosten, das ganze Personal, was dort steht. Teilweise stehen die Verlagsleute ja mit dem ganzen Personal dort, auch die, fast die ganze Woche, und es muss ja auch noch die ganzen Hotelübernachtungen für das Personal bezahlt werden. Und wenn dann noch geklaut wird, finde ich das echt eine heftige Sauerei. Und ich habe dieses Jahr mitbekommen, es wurden nicht nur Bücher gestohlen, nur in Anführungsstrichen, es wurde teilweise in die Aufenthaltsräume, also in die Büros und Kabuffs der einzelnen Verlage eingebrochen. Es wurden Portemonnaies von Mitarbeitern gestohlen und das finde ich eine riesengroße Sauerei und das muss echt nicht sein. Ja, das nächste, was mich total gestört hat, also einmal wurde ich auch angesprochen, ich war auch so ein Störfaktor, und zwar hieß es immer, links gehen, rechts stehen. Und auf der Rolltreppe habe ich das nicht so bedacht, weil das eh immer brechend voll war und habe mich da manchmal links hingestellt, bis dann jemand von hinten machte, oh, kannst du mal rübergehen? Und ja, von dem Moment an hat mich das auch, oder es hat mich eigentlich die ganze Zeit gestört. Entweder waren da so Leute, die so hektisch rumgelaufen sind und alle aus dem Weg gebrüllt und geschubst haben, oder aber, noch schlimmer, die Leute, die so durch den Gang gegangen sind und dann mittendrin stehen geblieben sind, ein Kaffeekränzchen gehalten haben und so. Das muss doch nicht sein, vor allem nicht Samstag, wenn so ein Gedränge ist. Dann, wenn ich mich unterhalten will, ziehe ich mich doch in irgendeinen Gang zurück oder so und quatsche da ein bisschen, oder? Ja, und dann, was mich noch gestört hat, ich bin so froh, dass wir Deutschen echt da sehr diszipliniert und gut erzogen sind, dass wir uns in Schlangen immer anstellen. Also das muss ich echt sagen, wenn da eine Schlange war, eine Signierstunde oder sonst irgendwas, dass man sich hinten angestellt hat. Wer macht das nicht? Ja, die Japaner, ey. Mir ist mehrfach unter der Woche aufgefallen, die gehen einfach an der Schlange vorbei, drängen sich vorne durch und wollen dann ihre Sache entweder signiert haben oder ihr Foto oder sonst irgendwas. Das fand ich auch blöd. Ich will es jetzt nicht auf Japaner reduzieren. Ich meine, also das ist mir nur halt bei drei Japanern oder bei drei Asiaten aufgefallen. Es gibt natürlich sicher auch andere Leute, die sowas machen. Aber das finde ich auch irgendwie, muss auf einer Messeveranstaltung nicht sein. Wenn ich irgendwas haben möchte, dann stehe ich dafür auch an. Und wenn nicht, dann lasse ich es einfach bleiben. Ich hoffe, ihr nehmt diese Reihe mit ganz viel Humor. Ansonsten braucht ihr sie ja nicht gucken. Bis zum nächsten Mal, euer Bushinator.